Übrigens, die Episode geht schon sehr, sehr lange. 2,5 Stunden jetzt fast. Aber wir gucken uns natürlich auch fast alles an. Bis auf die Sachen, die ich vergessen habe. Ah, jetzt sind wir wieder bei Chloe im Zimmer. Are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Das stimmt. Ein Feind weniger. I better focus on this board and start tying these clues together. Frank. Nein, nein. Falsche Taste. Frank hat uns geschrieben? I see why Chloe takes here. Stop by later. Okay, investigate. Investigate. Sammle Informationen. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Yeah. Wir sollen jetzt irgendwie die Informationen zusammenkriegen. Hier auch noch ein Accountbook. Ah, okay, wir können die dann irgendwie. Das ist. Maybe das ist Rachel das. Took a road trip with Frank, but she did come back. Ja, das wüsste er ja dann, oder? So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel or protect her. Das sah ja irgendwie auch ganz There's anders aus. There's no doubt she loved him in some way. Ah, das ist der Brief, okay. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Hm. Das wird jetzt, glaube ich, wirklich. Frank Nein. is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? David Madsen and Nathan Prescott have Bruce come to my office to warn me that Rachel Amber has been a drug mule. The Madsen talk radio to acting as a front. That's a local dealer. Huh. Frank's account book. But the client names are encrypted. Encrypted? Die sind verschlüsselt? Wie sollen wir das denn jetzt zusammentun? Also man kann dann selecten. Oh, dann you're treading water, Otter. Try again. Try again. Ja, das ist jetzt aber gar nicht so einfach. Okay, sie ist selected. Yes, the game is on. Now, hey, ich bin talk gut. to us, account book. Tell us everything. Let's see if I can find any okay, das deal Frank made with Nathan or the zum Entschlüsseln. Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Hmm. In welchem Zusammenhang der mit den steht? Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Ja, es ist eine lange Liste und viel Geld. Ja, okay, das ist alles wirklich so verschlüsselt irgendwie. Aha. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Ja, wer es einfach so machen könnte, dann würde es bestimmt machen. Achso, nein. Nein! Ah, ich drücke mal das Falsche. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? I wonder what dog name Frank would have given me. Ja, was für einen guten Namen hätten wir bekommen? Das ist natürlich interessant.
Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Warum kann man die jetzt zusammentun? Looks like this isn't the right combination. Ach so, wir müssen die richtige Kombination finden. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Ah, Leute, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich muss doch Y drücken zum Angucken. So, das ist auf jeden Fall der 30. September. 30. September. Der 1. Oktober. Das ist die richtige Reihenfolge, oder? War das dann nicht so? If Nathan did drug Kate, he must have gotten the drugs from Frank. Bin gerade nicht ganz durch. Aber ist ja für so. This makes no sense, Max. Ja, das macht keinen Sinn gerade. Das macht wenig Sinn. Wir sollten uns das nochmal in Ruhe angucken. Nein, das ist ein bisschen blöd mit der Steuerung gerade. Okay, die. Also, Nathan ist Rod, ein Rottweiler. Ein Rottweiler, keine Ahnung, was das spricht im Englischen. Rod. Da ist nichts mit Rod, oder? Doch, da, Rod. Blackwell. So, und hier? Da ist, glaube ich, nichts gerade. Und hier? Da, Rod. Sehe ich auch gerade nichts. Okay, da. Da ist Rod, okay. Da auch. Also die beiden auf jeden Fall schon mal. Also oben links, unten rechts. Und da ist nichts. Und hier müsste dann eigentlich auch noch was sein. Genau. Also den. Den. Oh, yes. Und den. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. So, es geht weiter. Investigate. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Okay, wir wollen das Handy irgendwie anlocken. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Was sagt sie? Das reicht doch eigentlich, oder? Holy shit. Ist das hier? Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Könnten wir den eigentlich. So, jetzt noch irgendwas. So busted. Was ist das? It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Was ist das denn? Disziplinare Verwarnung irgendwie, Report. Die und Mr. Okay, ich weiß, aber das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, oder? There's a lot of numbers in here. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Okay, Max, let's blow this code up and go home.
Let's start hacking. So. Oh Gott, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, aber PIN? Ah ne, der hat den PIN ja dann klar. 111 ist Standard, Puck ist das. Okay, das bringt uns also gar nichts. 9535. 9. Oops, bad code. 9535. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. 9535, ne? 95, oder? 9535. 4436. 4436. 4436. 4 4 3. You locked it, dumbass. 6. Ja, fuck. Das heißt, wir müssen jetzt den Puck wieder eingeben. Ah, Leute. Jetzt muss ich mir den Puck hier aufschreiben, oder? 8 7. 8 9 7 8 0 8. Okay. Unlock. Sollte ich den Zettel vielleicht nicht so weit weglegen? 8. 7. 8. 9. Ah, es ist cool, dass das alles so hohe Zahlen sind. Das geht dann sehr schnell. 8. 0. Booyah. 8. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Ach so, wir mussten das. Wir mussten das sogar machen. Dass es gelockt wird. Es ist, ja, klar, weil wir den Puck ja haben. Ich dachte, wir hätten PIN jetzt weiterfinden müssen. What up? What up? What up? Needs a G. Okay, cool. Bitch, you sold me water, asshole. Calm down. Bring it to me. Bring it. Bringing it. Stay away. Pigs on the beach. Was ist zwischen Frank und ihm, ne? Jason. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. You home? Got to party tonight. Home. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Hey, I need to score as soon as possible. Don't make house calls. You have a car. No time. Judge me double. Right. Have cash on you. No fucking around. Give me the address. I'll call to give you exact directions. Transit. Drug dealer get drama. Get the money out. God, Nathan. You're out of control. Hey, I need read, etc. Now, calm yourself. You're tricking? Soon. Hook a brother up, please. So it was you. Cruise is done. Now I can officially call you a psycho stalker. Keep you smart, mouse. Shut up. Shut about everything. Or I'm coming for your ass. I know where you sleep. Das no, ist die Nathan, SMS an uns it's gewesen. Time for you to watch out. Asshole. Hey, du Hure. Is this from Nathan's okay, father? Ist, yeah. That's brutal. Please do not contact me at work. I've told you this before and being high is not an excuse anymore. This is a business, not just a hobby. You want me to threat you like an adult who can get things done on his own? Impress me. I'd like nothing more than to be proud of you. I'm not there yet. Das hätte man auch so lesen können. Krass. Das heißt, eins müssen wir jetzt hier noch machen. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Was er während der Party getan hat? Hm.
fail, abort. Wrong clues. Ich guck's mal kurz an. Das I hope in this case that David sein. Has good tracking skills. So, das look ist das all these license plates. Mit dem Nummernschild. I hope he was tailing Nathan. So. You need to get rid of these damn cameras, David. Placement of cameras. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Case number 678. Sorry, wenn ich jetzt gerade mal momentan so ein bisschen leise bin, aber ich muss echt überlegen, bis ich hier weiterkomme. David should have done way more than take photos of Kate. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Tja, aber welches? Damn. I must have missed something. Was ist denn da mit dem Bild? Das verstehe ich auch nicht. Of course, I'm a suspect. Was ist denn hier mit uns? Proving David sucks as a detective. Sorry. Ja, das ist relativ uninteressant. Steht da, ist das ein Nummernschild hier? Weiß nicht, vielleicht da. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. So, okay. Dann das jetzt hier noch. Was ist mit dem los? Get ready to fucking die, bitches. Okay. Great. Now, how do I okay, find out which car is Nathan's to match the coordinates? That's definitely ja, Chloe's das ist die Frage, car. Welches ist das Auto von ihm? Okay, das ist gut. Interesting. Is this Nathan's car? Ich glaube nicht. Das müsste ja dann das Nummernschild sein. Who else was David tracking? Also TPF. TPF. Wow, sir. TPF. This looks like an expensive machine. Ja, ein teures Auto. Das könnte eigentlich das sein, oder? Oh, you're treading water, Otter. Try again. Moment, okay. Nochmal konzentrieren. TPF, TH. TPF, TH. TH, LK. Aber, yep. Achso, das sind verschiedene, another klar. Car David was tracking. Jetzt müssen wir herausfinden, welches. Also ich denke, das ist das Auto. Who does this car belong to? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Ja, das ist so I'm glad egal. Warren got his revenge. Was ist das denn hier? Da sind so viele Unterschiede. Why the hell are you following these people? And to where? Das ist auf jeden Fall das hier. Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates.
Ja, aber das ist... Das ist das. Was ist das denn jetzt hier nochmal kurz? Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Ah, okay. Na gut, dann bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Dann... Moment. Ah, okay, alles klar, das ist kaputt. Das ist nicht der, dieser SUV, sondern der, weil die Seite auch kaputt ist. Das war... SXF. Das müsste der dann sein, ne? Der und dann oh, yes. Der. Now we're finally getting somewhere. Jawohl, sehr gut. Chloe, man muss schon ein bisschen überlegen. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay, ich bin sehr gespannt jetzt, wirklich. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hm. Müssen wir mal anfangen. Hey. Beach. Treffen. Nein. Mhm. Ja, wo hat er die hingehört? Need more. No time. Okay, das ist auch nicht, glaube ich, so interessant. Your home? At the home. On the rail. On the bone. Aha, aha, aha. Oh, das ist, cool. Beach. The pigs to the beach. Stairway. Pigs on the beach. Achso. Ah, okay. Das, ja. Yeah. So, this infamous party was the fourth. Ah, okay. Das war der vierte. Der vierte. Gucken wir jetzt hier nochmal kurz. Das ist der vierte. Ist das alles der vierte? Na gut. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Somebody is stocking up on gas. Why? I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Not much out there. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? That beach is like Frank's main office. Genau. Wir suchen den vierten. Da ist ein Vierter auf jeden Fall. Aber hier? Ja, wir suchen den Vierten. Vierter. Speed. Bla bla bla. Blackwell. Haben wir noch mehr Vierte? Oder den. Aber. Das ist der vierte. 5 Uhr. 5:40 Uhr. 5:40 Uhr. Was war das für eine Uhrzeit? Das passt nicht. Fünf Uhr vierzig. Ach Leute, das ist schon irgendwie... Don't fucking round. Give me the address.
Was mit 10 Uhr? Oder doch den? Oh, you're treading water, Otter. Try again. Ja, hier auf jeden Fall. Das ist der. Ach Quatsch, das ist ja. Das ist der. Ist das der siebte, ne? Ah, Mist. Hab ich nicht drauf geachtet. Das ist auf jeden Fall der vierte hier. 5:40 Uhr. Das ist aber auch nochmal. Hier ist nochmal ein vierter. Ich glaube, das ist dann. 11 Uhr. Das war. Das war 5:40 Uhr. Wann war das? Das heißt, er war erstmal hier. Er hat erst getankt. Und dann war er bei Frank. Ich bin dafür, dass es das hier ist. One of the text messages and transactions with Frank, then I can find the exact location. Ah Mist, jetzt habe ich das wieder. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es das hier ist. Und das hier ist. Das ist es nicht. This makes no sense, Max. Scheiße, ich weiß gerade wirklich nicht. Fail. Abort. Wrong clues. Since Kate left the party early with Nathan, I should search for texts, locations and transactions in the evening. Spät verlassen. Spät am Abend, beziehungsweise eigentlich in der Nacht, ne? Ha. Das ist nicht spät. Das ist spät. Salt New Water ist ja. Ist was anderes? Den? Boah, ich weiß gerade nicht, ey. Das ist gerade schwer. Warte, was? 3.26 Uhr. Der hier. Weil das hier. Okay, this is just sad, Max. Nope. Scheiße. Maybe I should try to link other clues together. Dann die selekten. Max, just match the right text message with the right account book entry. Then you'll finally discover where Nathan took Kate. Boah, Mann, ey, das ist ein bisschen blöd gerade. Wo könnte das denn sein, ey? Those clues are not related. No. This is not working. I'm pretty sure everything happened during that last Vortex Club party. When was that again? Ja, die letzte Party. Nein. Ah, jetzt geh doch mal weg da. Die letzte Party war. Party was the fourth. Um 8 Uhr. Um 8 Uhr, um 8 Uhr. So, das ist einmal am 4. gewesen. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber.
Das heißt nichts vom vierten. Doch, da ist auch vierter. Das könnte eigentlich hier. Elf Uhr. So. Das, den hier wahrscheinlich wieder, ne? 10 Uhr. 10.26 Uhr. Ja, endlich. Oh, sorry, Leute, dass es so lange gedauert hat, ey. Das war jetzt ein bisschen komplizierter für mich. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Ist der Bruder? Should we call the police? Oder? Nee, Quatsch. Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Boah, ich bin voll gespannt jetzt, wie es weitergeht.